warum läuten eigentlich Kirchenglocken? Sie kennen das vielleicht, wenn Gottesdienst ist, dann läuten die Glocken. Das liegt zum einen daran, dass die Gläubigen zum Gebet gerufen werden. Und früher war es auch so, dass die Kirche ja quasi das höchste Gebäude in der Stadt war. Und wenn man gesehen hat, die Glocken läuten, dann wusste man, jetzt passiert auf jeden Fall was. Zu Hochfesten, wie beispielsweise Ostern oder Pfingsten oder Weihnachten, läuten die Glocken sogar mit vollem Geläut. Ansonsten kennen Sie vielleicht noch das Stundengeläut. Das hat jetzt erstmal überhaupt gar keinen kirchlichen Ursprung, sondern kommt aus einer Zeit, wo es noch gar nicht so viele Uhren gab und den Menschen einfach gezeigt worden ist, jetzt ist es so und so viel Uhr. Dann kennen Sie vielleicht auch das Totengeläut. Das wird in Gemeinden oft gemacht, wenn jemand verstorben ist und man beispielsweise auf dem Friedhof ist. Dann wird in der Gemeinde an der Kirche die Glocke geläutet, um dann noch mal besonders an den Verstorbenen zu denken. Ansonsten sind Glocken auch immer Zeugnis des Evangeliums. Ja, sie rufen quasi die frohe Botschaft heraus. Sie sind dafür da, die Glaubenden zusammenzuführen zum Gebet. Sie haben alle unterschiedliche Klangfarben und auch unterschiedliche Melodien. Es gibt sogar Menschen, die machen sich die Mühe, fahren herum und nehmen Glockengeläut auf und spielen das dann sogar bei YouTube oder ähnlichen Kanälen ein. Also irgendwie geht von diesen großen Glocken doch eine Faszination aus. Und wir freuen uns immer wieder darüber, dass die Glocken am Sonntag läuten, uns zum Gebet rufen, dass wir wissen, jetzt geht's los mit dem Gottesdienst.